Bonjour, werte Damen und Herren, willkommen zurück. Es ist wieder soweit. Eine Runde Monster Sanctuary. In der vollkommen hart überdreht, warum zum Arsch tue ich mir das an, Edition. Und Rocky, ich habe dich im letzten Part gar nicht benutzt gehabt, Mensch. Arme Socke, du. Ist ja eine Frechheit. Wie kann ich denn sowas nur machen? Ich fühl mich ehrlich gesagt ein bisschen schlecht. Du hast nicht mal genug MP zum Schmieden. Ja, das ist so vorteilhaft. Aber du hast einen Kombo-Zauber und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, mein Freund. Also guter Stoff. So, Rettung. Rocky, du kannst kaum irgendwas machen. Es tut mir so leid, Alter. Aber durchzwiebeln kannst du, Jesus Christus. Das ist guter Schaden. Rocky, ich muss noch mal ein bisschen bei dir was rumtüfteln. Der Schaden ist gut, der Schaden ist sehr gut. Guck dir das an. Einfach nur eine Links-Rechts-Klatsche, Junge. Der Typ hat Arme wie sonst was. Jetzt zieht durch. Jetzt zieht durch im Gym. Also was hier kommt. Bam, 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 bam. Rein da. Passt. Rocky, du gefällst mir. Du gefällst mir sehr. Du bist ein guter Nudel. Aber ich glaube, das ist besser für dich. Erstens mehr Leben. Zweitens mehr Mana. Drittens. Ja. Wieso nehme ich den Fisch? Ich möchte den Dodo nehmen. Mein Reittier. Ja. Das Fortbewegungsmittel schlechthin. So, eine Himbeere. Was auf jeden Fall gut wäre, wenn wir noch ein paar Mandeln kriegen würden. Also Maskenheini wieder. Guten Tag. Trevisan. Trevisan? Trevisan. Egal. Königsserum. Auch was Feines zu wiederbeleben, was ich definitiv brauchen werde. Zwinker, zwinker. Zack, zack. Hoch mit mir. Hier ist Eis und Elektro. Hab ich was mit Elektro? Ich habe einen fetten Felsklotz. Was ist möglich? Was kannst du eigentlich? Oh, besser schwimmen. Okay, okay, okay. Okay, ja, Eis. Ich habe nichts mit Elektro. Das heißt, das ist komplett sinnlos hier. Yippie. Und fliege, mein Freund. Sei frei wie ein Vogel. 1500. Bisschen Kleingeld ist immer gut. Ein kleinen Obolus, den man sich zur Seite packen kann. Immer was Feines. Ach, guck mal, ein paar Fische. Schönes Ding. So, Geschicklichkeit. Schmieden. Hoch die Schilde. Hochspannung. Ich liebe diesen Teamaufbau, er ist so herrlich. Ich glaube, mit Rocky haben wir eine echt gute Karte gezogen. Kombo-Zauber. Wie verstärken wir noch unseren kleinen schleimigen Kollegen hier vorne? Aber Rocky boxt einfach alle weg. Das ist ihm egal. Der haut einfach drauf und dann ist gut. Er denkt nicht nach, er schlägt bloß zu. Das ist okay so, ist okay so, ja? Es ist nicht schlimm. Schlagkombo, bam, 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 rein da. Na, mein Freund, ne, aber finde ich jetzt nicht so. Finde ich jetzt nicht so knorke. So ein paar Donnerschläge. Rein da. Hat er Debuffs verteilt? Oder habe ich mich da gerade sehr, sehr hart verguckt? Also, man möge mich, ne, korrigieren, aber. Oh, Spektralflamme ist Multitarget. Ah, das ist okay. Skills! Auf jeden Fall, Stolzi. Ne, mein Freund. Blobert, sei einfach wie du bist. Du bist so wie du bist. Wunderschön. Ja, Taxi, dich werde ich auf jeden Fall erstmal nicht mehr benutzen. Deswegen gucken wir mal so Offroad, was wir die so anbieten können. Ne, so nebenbei. Wir werden schon ein paar Sachen finden für dich. Wir finden da schon ein paar Kleinigkeiten, womit du wieder zu Glanz und Gloria aufsteigen wirst. Ich hab die Nase so sehr. Was ist denn los, Mensch? Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass ich 3 Level unter denen bin und sie komplett dezimiere, ist schon ein bisschen traurig. Es ist schon ein klein wenig traurig. Also ich mache die Kombo-Zauber einfach. Und du brenne.
Der Damage ist nicht gut. Schicklichkeit. Mach mal Schmieden, bitte. Ein bisschen Schild hoch. Giftfresser. Ist zwar nicht viel an Heilung, aber ist ein bisschen was. Das gefällt mir gar nicht so gar nicht. Das war Spektralflamme. Bitteschön. Das hier. Das ist okay. Beschützen. Auf ihn auf jeden Fall. So, der ist auf jeden Fall erstmal geschützt. So, du kriegst auf die Fresse. Schleimschuss. Weißt du, was eine heilende Welle ist, glaube ich, ganz gut für uns. Kannst du aufhören mit diesen Multi-Attacks? Das ist echt dämlich. Aquakanone. Ja, durch den Blindeffekt ist jetzt natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Aber nichts, was wir nicht schaffen können. Er ist down. Und Donnerschläger rein da. Schleimschuss. Schlagkombo. Jawoll. The Rock. Totem. Angriff plus 10, Magie plus 10, Gesundheit plus 10. Verleiht zu Kampfbeginn ein Schild. Ein Dunkelstein. Auch was Feines. Sollte ich jemals einen Drachen bekommen, kann ich ihn entwickeln. Das ist mir dann schon klar. Gut. Okay. Werkzeugkiste, immer wieder schön. Da ist der gute Stoff drin. So. Alleine noch. Ich weiß auch gar nicht mal, wo ich genau lang muss jetzt. Oh, Rätsel. Oh, ich liebe Rätsel. Lebt ihr Rätsel? Ich liebe Rätsel über alles. Sie finde ich total toll. Ich liebe Rätsel. Hm. Ich glaube, es soll so nicht sein. Moment, so. So. Ja, ah, oh, ja. Ja, ist okay. Hm. Ich wollte eigentlich versuchen, in die Kiste daran zu kommen, aber ich glaube, ich... Huch, Moment, da fehlt mir was. Moment. Moment. Warte mal. Ja, ich wohl ein bisschen was verkackt gerade. So. Okay. Hier ist noch schönes Zeugs. So, 4. Ah, der Opa. Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam schon dahin, wo ich hin muss. Es benötigt Schlüssel. Mhm. Und wieso habe ich das ganz dumpfe Gefühl, dass die Schlüssel irgendwo jetzt hier komplett verteilt sind? Ich vermute einfach mal, ich denke jetzt einfach mal, dass das so ist. Okay, da oben ist ein Hebel. Weiß zwar nicht, was er mir bringt, aber okay. Okay, da oben auf jeden Fall jetzt. So, dann hier. Das war ein Fake auf jeden Fall. Es sind Fische. Das ist okay. Kombo-Zauber. Hochspannung. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Machen wir weiter mit einer Spektralflamme. Das ist gut. Donnerschläge direkt in dein Gesicht. Und eine schöne Verbrennung hinten rein. Sollte ja eigentlich reichen. Spektralflamme. Stimmt, wir haben noch einen... Mir fällt gerade ein, wir haben ja noch den einen Boss, den wir im Sonnentempel versucht hatten. Den aber nicht hingekriegt haben, weil er noch leider zu stark ist. Vielleicht fordern wir den nochmal heraus, weil ich glaube, der hat nämlich auch ein Item, was mit dem Altern hier für unseren The Rock ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich werde das in Angriff nehmen, sobald die Möglichkeit bestehen tut.
Apropos, ein Upgrade. Vorzüglich. The Rock, mein Freund. Meine Schlagkräftigkeit hier, mein Kollege. Merkst du, Kiste aufmachen erstmal. Eine Beutekiste Stufe 3. Darin gibt's ein Katar plus 5. Okay. Skilltrank ist nichts mehr. Skill Resetter ist nichts mehr. Wechselstein ist. Ja. Ist okay. Habt ihr wenigstens nochmal ein bisschen was? So, dann kannst du ja nicht den hier bekommen. Du, mein Freund, kannst das bekommen. Und Shelly. Shelly, ich glaube, der Schattenangriff klingt ganz schmackhaft. Den finde ich auch sehr, sehr gut eigentlich. So, einen Werkstattschlüssel. Fehlen noch zwei. Alchi. Die heilende Welle verstärken wir mal. Und beim nächsten Level-Up dann auf jeden Fall das mit der Blutung. Das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Ding. Das sollte man in Angriff nehmen. Hallo, du fliegender Drache. Drei von euch. Perfekt. Rettung zuerst. Nein, wir fangen simpel an. Kombo-Zauber. Gefolgt von Entzünden. Es gibt so viel zu tun halt einfach. Oh mein Gott, der Schaden ist zu stark. Nicht sterben. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal auf einen fokussieren jetzt. Der muss weg. Der hat mir gerade ein bisschen zu viel Angst gemacht. Der Seelenstrahl ist. Das ist nichts. Das ist nicht gut. Kümmere mich um den. Und fröstel den hier ein. Er hat schon genug Debuffs, der stirbt von sich. Das ist gut. So, Spektralflamme. Nicht wirklich viel gebracht, aber ist okay. Donnerschläge. Entzünden. Ich glaube, das müsste es eigentlich gewesen sein mit dem dann jetzt in der nächsten Runde. Mach hier noch Seewut. Ja, der sollte von dem Leben her relativ gut genug gesenkt sein. Nicht ganz, nicht ganz. Heilende Welle. Schleimschuss. Feuerschläge. Sehr schön. Okay, Schleimschuss. Schlagkombo. Super, okay. Beutekiste Stufe 3 wieder. Ich habe das Gefühl, wir können hier relativ gut farmen. Ein Drachensattel. Was Neues. Gesundheit plus 250, Crit-Chance plus 5, heilt sich selbst zu Beginn des Zuges um 10%. Voraussetzung Drache. Ich habe keinen Drachen. Also nicht, dass ich wüsste, dass ich einen besitze. Das klingt gar nicht mal so gut. Aber was könnte man dann dagegen machen? Ich habe mir erstmal gesegnete Schläge. Das klingt auf jeden Fall gut. Oder ist einer von euch... Kann ich das so nachgucken schon? Nee. Mal Status. Du bist Schleim. Uralt Naturgeist. Aquatisch Luft. Vogelmagier. Bestie Vogel. Ja, Schleim halt. Du bist wahrscheinlich auch Bestie. Bestie. Goblin. Und du bist... Aquatisch Okkult. Ah, eine Okkult-Kreatur. Auch interessant. Die Musik geht voll ab. So, euch hier wegbimsen. Machen wir Platz hier. Wir gönnen uns heute. Kommen wir sauber. Entzünden auf den Kleinen hier. So, Rettung. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ding. Donnerschläge direkt in dein Face, mein Freund. Und wieder entzünden. Mit der kleinen Rocky Zion, die langweilt da hinten. Ah, der Seelenstrahl ist mir gerade ein bisschen unangenehm, aber ist okay.
Nichts, was ich nicht mit ungemeinem Fratzengeballer nicht klären könnte. Da will jemand Stress. Denke ich, singe Schläge irgendwas bei irgendwem? Also nicht viel zumindest. So, du kriegst auf jeden Fall schon Schleimschuss hinterher. Du, mein Freund, musst auf jeden Fall was abkriegen. Boah, das war eine gute Kombo. Weißt du was, Rocky? Morgenstern ist ja interessant und so, aber... Ich will nichts sagen, aber das hier... Ich weiß nicht. Ich meine, du kannst dir Ruben selber zufügen. Du wirst schon als Crit-Maschine echt gut, aber... Deine Defense ist auch echt geil. Hm. So ein paar zusätzliche Treffer landen wäre schon ganz nice. Da bräuchten wir aber noch Helfer. Irgendwas in der Richtung, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Okay, 12 und IX, okay. Hier ist nochmal ein Schallschlüssel. Ein Werkstattschlüssel fehlt noch. Und ich hoffe doch mal, der wird sich hier irgendwo befinden. Nö, aber hier ist eine Blob-Statue, das ist auch mal ganz cool. Nö, also für später, falls uns das irgendwas bringen sollte. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant. So, hier entlang nochmal. Okay, guck mal auf die Karte. Wo könnten wir noch hin? Auf jeden Fall da die Ecken noch absuchen. Ich meine, wir müssen uns ja bloß um grün gefärbte Kisten kümmern. Weil der Rest ist für uns jetzt in dem Sinne irrelevant. Weil wir ja wirklich bloß die grünen Kisten brauchen. Na gut. Schauen wir uns einfach mal um. Na gut, machen wir erstmal die hier fertig. Ihr habt das so gewollt. Eine Runde Geschicklichkeit für alle. Einmal Kombo-Zauber. Habt ihr Schwäche gegen was? Ja, Feuer. Ihr brennt gerne, okay. Joa, war schon okay. Hat wehgetan, aber... Das tut mehr weh. Das tut auf jeden Fall viel mehr weh. Zyklon macht gerade ein bisschen Stress. Okay. Mal heilende Welle. Nice. Weißt du was? Machen wir den hier einfach. Blattschnitzer. Schleimschuss auf den hier hinten. Ich gerade Bock drauf habe. Ja, und der Rest, der Rest macht sich so down. Du brennst. Du kriegst Backpfeifen. Full Power. Und eine Spektralflamme. Double Kill. Easy. Passt. So. Ah, nee, da brauche ich ja Dings. Ah, ganz vergessen. Ja, aber zumindest den Werkstattschlüssel. Das ist mal ein Anfang. Ich will aber die Kiste da haben. Ich bin ehrgeizig da, okay? So, zack. Jawoll, Feder plus 5. Weiß zwar nicht, was es mir bringt, aber es ist mir schmottrig egal. Ich hab's. Ich liebe diese Musik, die ist fantastisch. So. Euch noch fertig machen, weil ihr mir im Weg seid und ich habe jetzt auch keinen Bock zu fliehen oder sowas, deswegen jedes Level up hilft. Und ganz besonders wichtig seid ihr hier, weil ihr dürft nicht zu lange leben. Ihr macht nämlich den meisten Damage. Das gefällt mir ganz und gar nicht und gerade das jetzt hier ist auch echt verdammt nervig. Schicklichkeit. Donnerschläge. Oh, was ein Damage. Lieben wir. Lieben wir. Stolzi, das war ein bisschen zu viel Damage für dich. War jetzt nicht so schön, aber das wirst du überleben. Hoffe ich doch.
Schlagkombo, damit wir wenigstens nur noch ihn haben. Und dann sollte das funktionieren. Ja, okay. Entzünden. Schön Debuffs. Donnerschläge hier, rein da. Aquakanone hinterher. Schön die Debuffs mitnehmen. Schleimschuss. Backpfeifen. Easy. 4 Sterne. Noch ein Totem, weil ich den auch unbedingt brauche. Stolzi! Ein Level Up. Nur für dich. Nicht kritische Treffer verursachen 20% mehr Schaden. Klingt gut. Robert, du kennst die Leier. Weißt Bescheid, ne? So, der Rest von euch hatte nichts, ne? Nope. Nada, niet, nix. Gar not. Nein, ich wollte nicht. Ja, ist egal, ist egal. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Jedes Level abhilft, hab ich gehört. Nehmen wir die Krabbe zum Brennen. Die macht mir Angst. Jetzt habe ich mich gar nicht gebufft gehabt. Was mache ich denn? Sag mal, was ist denn los mit mir? Also, ne? Es schlaucht gerade langsam. Es schlaucht ganz schön. Das ist nicht schön. So, dann machen wir. Ja, so ein Angriff auf alles, glaube ich, ganz gut. Einfrieren. Klingt immer schön. Ein paar schöne Schläge in den Nick. Herrlich. Spektralflamme. Ich prozedere. Entzünden. Und eine Schlagkombo. Schleimschuss. Schlagkombo. Easy win. Siehst du, den Kampf noch und dann hat Rocky auch wieder ein gutes Upgrade. Hat sie auch wieder ein Level Up verdient. Der alte Lümmel, der. Ja, weißt du, was machen wir? Machen wir, machen wir. Geschicklichkeit. Beginnen wir damit. Es ist jetzt eigentlich nicht so vorteilhaft, aber machen wir Schmiede. Rumi stapelt. Nice, das macht mehr Crit. Ich glaube, verbrennen. Muss auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt, Alter, der Schattenangriff war kräftig. Rettung? Will ich sagen, aber. Ich glaube, so ein großer Trank für dich wäre schon echt gut, du. Ey, das war. Das war nicht so. Hey, er ist aber gut, Mensch. Ja, May, Alter. Kombo-Zauber. Einfrieren. Das wird auf jeden Fall ein langer Kampf noch. Aber Rocky hält das ja aus. Der ist eine gute Nudel. Weil der jetzt kann er volle Lunte reinödeln. So, Ina down. Seewut. Donnerschläge. Oh, super. Was ein Damage. Mehr entzünden. Mehr Schläge. Oh, perfekt. Ich liebe den Typen. Noch ein Totem. Mann, ich liebe dieses Zeug. Ein Level Up. Okay, auf jeden Fall. Chance auf Schock. Was haben wir hier unten? Ruhm-Buff erhöht zusätzlich den Schaden von nicht-kritischen Treffern um 15%. Das ist herrlich. Aber was verstärken wir? Nehmen wir Feuer oder nehmen wir Wind? Also Donnerschläge, also Feuerschläge. Feuerschläge klingt gut. Feuerschläge klingt sehr gut. Fisch. Fisch. Fisch, was machen wir mit dir? Geschicklichkeit auf jeden Fall auf alle ist jetzt ganz gut. Alchi. Blutung, habe ich dir versprochen. Habe ich gesagt, verspreche ich auch, ne? Versprechen hält man, bricht man nicht. Passt. So, weg mit dir. Und eins. Und zwei. Und drei. Jawolla. Und hier auf. Und da lang. Und hier rüber. Und das ist ein Mönch. Das ist ja, das ist doch Kindergarten.
Macht doch sowas nicht mit mir. Ey, Leute, ihr könnt doch sowas nicht machen. Das ist ja ein Trauerfall, ist das. Das ist eine Frechheit. Der Lümmel kann so gut wie gar nichts. Das macht man nicht. Das war jetzt dumm von mir. Ja, hier komm, hau ich ein bisschen auf die Nase. Geschicklichkeit wollten wir auf jeden Fall haben, das ist wichtig. Schmiede, weißt du was? Hier komm, hau rein in den Ruhm. Schleimschuss. Lass meinen Fisch in Ruhe, der kann nix. Hier kriegst du ein paar gesegnete Schläge, Alter. Okay, weißt du was? Jetzt kommt hier Wombo-Kombo, Digga. Gesegnete Schläge. Dann Schleimschuss noch. Und jetzt Schlagkombo. Du lebst immer noch. Gefällt mir gar nicht. Finde ich nicht so geil. Schleimschuss. Nackenklatschen. Anspucken. Na, ich wollte mal gesagt haben, ne? Also, das. Mein Freund. Oh, super, ich bin in den Hühnerrang aufgestiegen. Tolles Ding. Eine Banane. Genau. Das. Warte mal, Minute. Das war's dann, 45, ne? Ne, warte mal. Der war hier. Ah. So. Der Stundenzeiger war auf 9, genau. Ein bisschen durcheinander gekommen hier. Wie frech von mir. Hab ich irgendjemanden, der Steine hochheben kann? Rocket, der kann noch einen Stein daneben setzen, ist okay. Nicht hilfreich, aber. Was gesagt haben. Und es gibt doch einen geheimen Boss. Ich weiß bloß nicht mehr, was man da machen musste. Was war der Indikator dafür? Es war auch irgendeine Zeitangabe, aber ich weiß nicht welche. Hm. Oh, Junge! Böse Bösewichte, die böse sind? Hätte ich nicht erwartet. So, da geht's dann zum Turm. Da wollen wir aber jetzt noch nicht hin. Kommen wir auch noch gar nicht, weil wir brauchen ja erstmal was. Deswegen mache ich jetzt den hier. Beutekiste. Muschel plus 5, sehr schönes Ding. Noch eine verzierte Pfeife, geil. Und ein Wechselstein. Skilltrank? Braucht keiner. Kristallsplitter, weg hier. Zack. Wir gehen zum Sonnentempel. Ich will unbedingt diesen Kampf mal nochmal versuchen da. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich immer noch fliehen. Aber es wäre auf jeden Fall echt cool zu wissen, ob ich das hinkriegen würde jetzt mit dem Team. Also, wer konnte Feuer? Du nicht. Du konntest Feuer. Genau, nochmal mit dem Kollegen hier. Der ein bisschen aussieht wie der Devil Trigger von Virgil. Aber das könnte natürlich auch einfach nur ein Gedanke meinerseits sein. So, schmieden auf jeden Fall. Auch die Schilder. Und wir fangen an mit Einfrieren. Schimmer. Schneeschleier. Ja, das ist jetzt. Ich glaube, das sollte jetzt nicht das große Problem sein. So, Schleimschuss. Ja, wir sollten eigentlich relativ stark genug geworden sein jetzt über die Zeit hinweg. Spektralwelle macht viel Schaden. Schlagkombo macht viel Schaden. Jetzt war es noch ein bisschen Hochspannung rein. Was auch extra schön wehtut. Unser glibberiger kleiner Freund hier vorne scheint ein bisschen zu viel Schaden zu nehmen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Sieh mal einer an, da haben wir schon auf dem Lebensbalken. Letztes Mal war das nicht der Fall. Da hatte er sein Ding fast voll. So. Und du nochmal hier. Hauptsache rein damit. Schlagkombo. Oh, das hat schön. Er mag nicht viel Damage nehmen von all dem, aber es reicht auf jeden Fall aus. Weißt du was? Ich beschütze ihn einfach mal, falls es hart auf hart kommt. Ich weiß, ich hätte ihn austeilen können, aber sicher, sicher.
Falls wirklich was passieren sollte, haben wir das auf jeden Fall safe. Alter, ist der Damage gut. Ist der Damage gut? Der Damage ist so gut. Da, genau, deswegen sowas. So, jetzt Final Blow. Entzünden. Bam, Nackenklatsche rein, Daniel Olga. Passt. 4 Sterne, die Sanduhr, genau. Alter, ein Stapel auf verbündete Monster sind um 33% effektiver. Ich habe das dumpfe Bedürfnis. Mensch. Also, sag mal. Ich hab die Befürchtung, dass das wirklich nur klappt für Kollegschaft, die hier auch mithelfen. Ne? Also, nur so gesagt. Ha, nicht so vorteilhaft. Nicht so vorteilhaft, aber trotzdem. Er ist geklatscht worden. Gefällt mich. Und, weil ich jetzt Bock drauf habe und ich definitiv leiden möchte, gehe ich jetzt noch zu Buran und guck, ob ich den wegklatschen kann mit meinem Team. Er wird ja auch ein relativ durchgewurschteltes Team haben, was aus Schleims besteht. Also nicht mal aus Schleims besteht, ne, davon dann mal abgesehen. Und da würde ich dann schon noch ganz gerne gucken, ob ich es mir zur Aufgabe machen könnte, noch nur den ein oder anderen Kollegen ins Team zu holen. Ich meine, was kommt jetzt noch? Wir hätten jetzt noch die Chance auf Schleimburg. Das wäre einer. Die Unterwelt ist noch einer. Und der Turm an sich. Das wären jetzt noch die, die zur Verfügung stehen. Heißt also, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Voraussichtlich, es kommt nicht irgend so ein Roadblocker noch. Wo das Ganze dann so ein bisschen gefährlich wird. Buran. Dein Team aus... Hör mir auf, mein Freund. Ne, also, das ist ein bisschen over the top. Rettung. Kombo-Zauber. Erstmal, um die ganzen Buffs reinzuholen. Die buffen sich ja auch, das ist nicht gut. Aber das ist gar nicht gut, das ist ein bisschen zu viel Buff. Geschicklichkeit. So, Schmieden. Hoch mit dem Ruhm. Einfrieren. Boah, Alter, dieser Damage ist so... Oh, der ist so schmackhaft. Ja, ihr könnt mir nichts mehr. Ihr könnt mir nichts. Hier, Spektralwelle, rein da. Einfrieren auf den hier. Weil ich gerade Bock drauf hab. Hier, Donnerschläge. Rein in dein Gesicht. Oh, der Damage. Der Damage. Leute, dieses Team. Dieses Team einfach nur schmackhaft. Weißt du was, verprügel ihn. Verprügel ihn einfach. Ihr lebt mir ein bisschen zu lange. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Bin ich jetzt echt, ehrlich gesagt, ein bisschen frech, muss ich sagen. Deswegen, Schlagkombo. Anspucken. Zwei down. Kommen die nächsten. Die Sozune sollte kein Problem sein. Die hat nicht viel an Leben. Hat die aber irgendeine Schwäche? Nee, aber er hier hat Probleme mit Wasser. So, Schleimschuss. Schläge in den Nick. Schönes Ding. Diese Explosive macht mir mal so ein bisschen minimalistische Panik. So, Schlag kommen auf dich. Bist du schon mal down? Einfrieren auf dich. Ja, okay, der Schleim muss weg. Der Schleim in der Mitte muss weg. Oberste Priorität jetzt. So, hier. Schock, damit es mehr Spaß macht. Schlagkombo. Seewut. Herrlich. Weg damit. Alter, das ist so geil. Das ist so geil. Dieses Team. Ich liebe es. Ja, ich liebe dieses Team. Ich mache lieber eine heilende Welle. Ich weiß nicht, wie krass kritisch noch ein Angriff kommen kann. Schlagkombo. Seewut. Nice. Nur noch du, mein Freund. Nur noch du. Einfrieren. Schön Nackenklatze. Ein bisschen anspucken. Na, du willst leben. Das ist nicht schön. Aber haben wir. Easy. Buran, ich bedanke mich für diesen viel zu einfachen Kampf. Ja, Stolzi. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, Alter. Ja. Der pure Stolz, er quillt in dir auf. Hat da noch jemand? Ja, Blobert, weißt Bescheid, ne? kleiner Running Gag.
der sich schon entwickelt hat. Es ist so herrlich. Okay. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Schleimstatuen suchen, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir sogar noch. Also, ich würde es ehrlich gesagt in Angriff nehmen. Wo war denn der erste? Der erste war hier irgendwo. Ich glaube, dann. Nee, warte mal. Hier müssen wir gucken. Das war irgendwo, wo man relativ tief runterfällt. Wir finden das schon, Aha. Ach so, okay. Ah ja, cool. Also habe ich mir gerade meinen... habe ich nicht. Okay. Gut. Ich dachte erst, ich komme jetzt da nicht mehr raus und muss jetzt nochmal so einen Kristallsplitter verschwenden. Wäre unverteilt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hätte ich jetzt nicht so toll gefunden. Hier können wir auf jeden Fall einen Stein schmeißen. Ne? Ich glaube aber, hier kommen wir sowieso noch nicht weiter. Aber einen Schubstein gibt es und das gefällt mir. Wie gebe ich dem denn eigentlich jetzt? Ich meine, ich habe. Mein Team hat eigentlich alles, was es braucht. Jesus Christus. Weißt du was? Hier. Du kriegst was. Du kriegst das einfach. Ich gönn's dir einfach mal. Alter, was? 3402. Junge. Gorbatschow, hast du aber ein bisschen dein Leben zugekriegt. So, hier geht noch nicht, weil da brauchen wir erst irgendwas Bestimmtes, irgend so ein Buch, damit der Boss da kommt. Aber wo war jetzt genau die Schleimstatue? Ich glaube, hier in der Richtung. Sieht nämlich sehr, sehr einseitig aus. Wupp, wupp. Genau, René hüpft, aber das sollte nicht lange dauern. Sollte ja nicht lange dauern. Sind ja bloß Level 11. Hätte mir natürlich gewünscht, dass das ein bisschen schneller gegangen wäre, aber was willst du machen, ne? Manchmal ist es so. 5 Sterne, Azurjuwel, paar Kröten noch. Nur ein bisschen Kleingeld. Hier runter. Hier links. Und Nummer 1. Nummer 1. Dann. Bis dann später. Dann gehen wir am besten hier hin. Weil hier weiß ich wenigstens, wo er ist. Weil im Sonnenpalast weiß ich nämlich nicht genau, wo der ist. Da musste ich damals nachgucken schon mal. Und deswegen möchte ich das auch zum Schluss machen. Das wäre sehr, sehr schön. Jetzt auch noch hoch. Habe ich die Möglichkeit, vielleicht hier irgendwie rüber zu kommen? Also quasi hier, zack, zack. Das ist auf jeden Fall möglich. Okay, ja, schönes Ding. 2 Level-Abzeichen. Ja, immer schön. So. Zack. Schön. Schön, schön. Da oben ist was, da kommen wir aber leider nicht ran. Leider nicht. Weil uns die Kreatur dazu fehlt. Bisschen schade, aber... Ich würde gern vorbei an dir. Dankeschön. Frechheit sowas, also... Ne. Also manchmal denkt man sich auch, es gibt auch keinen Anstand mehr, ne? Na gut, bewegen wir uns einfach wieder ganz entspannt Richtung nach oben. Aktivieren da den Schleim, Statue, Dingsi, Bumsi. Und dann sollte das eigentlich schon ganz gut sein. Und dann könnten wir auch im nächsten Part eigentlich schon... Okay. Okay, jetzt wird es langsam lächerlich. Also dann könnten wir im nächsten Part wieder das Schleimgebiet machen, bevor wir da irgendwas anderes noch machen, Story-Relevantes. Ich meine, es wäre auf jeden Fall cool. Wäre auf jeden Fall echt cool. So, ne? Könnte ja echt hilfreich sein, so.
So, dann Rettung. Wir brauchen die Regina, mein Freund. Die gute Regina. Oh. Oh, dieser Damage. Dieser Damage. Mm. Ist der herrlich. Der ist so unfassbar herrlich gewesen. Meine Güte. Okay, das war jetzt ein bisschen traurig mit anzusehen, aber ist okay. Muss ja nicht immer treffen, ne? Kann ja auch mal daneben gehen. Ja, es gibt so und so eine Tage. Ich hab schon wieder ein Totem bekommen. Ich habe so viele Totems jetzt schon. So. Bleibender Ruhm. Das ist der gute Stoff. Das ist der gute Stoff. Ach, wie herrlich. Wie herrlich das doch ist. Es ist so wunderschön. So, Nummer 2. Fehlt nur noch eins. Angelrute und flinke Flügel. Oh, okay. Verteidigung plus 10, Gesundheit plus 80, Crit-Chance plus 5. Die Chance, gegnerische Treffer auszuweichen, wird um 10 erhöht. Voraussetzung ein Luftmonster. Gehörst du zu Luft? Bestie Vogel. Irgendeiner war Luft von euch. Aquatisch Luft, du. Mein Freund. Würde es dir was bringen? Ich weiß es nicht. Verteidigung, Gesundheit, Crit-Chance. Chance, gegnerische Treffer auszuweichen, wird um 10 erhöht. Ich weiß nicht. Es klingt nicht so spannend, wie ich es mir vorgestellt habe. Hm. Naja, gut. Naja, gut. Hm, auch sehr schön. Auch sehr schön hier. Bluttransfusion für jeden Debuff auf diesem Monster. Fügt es 5% mehr Schaden zu und erhält 5% Schaden weniger. Das gefällt mir. Okay, jetzt aber. Kristallsplitter. Und jetzt müssen wir in den Sonnenpalast. Relativ tief ins Gefilde, würde ich sagen. Ist also Dodo, mein Gutster. Ich glaube, ab Ebene... Ja, gute Frage. Ich glaube, ab dem Weg da, den ich da sehe. Na, springst du mal oder... Also bitte, ne? So, ich glaube, wir müssen nämlich da nochmal einmal lang. Ich glaube nämlich, dass dort etwas ist, was wir noch nicht aufgemacht haben. Oder ich war einfach nur faul. Eins von beiden. Ah, nee, ich glaube... außen rum rennen. Nice. Jawoll. Alliappa. Kristallsplitter. Und da ist er schon. Mensch. Schön. Geil. Da können wir gleich vor voller Energie strotzen in das nächste Gebiet daddeln. Mein Jovi gar nicht erst erkannt, Mensch, das war ja. Mensch, Kollege, hab dich gar nicht erkannt gehabt. Du bist ja jetzt braun gefärbt. Braun gebrannt. Muss die Sommerhetze gewesen sein, ne? Im Strandlevel. Können wir nämlich hier noch was mitnehmen, und zwar ein Lebensring. Sehr schönes Ding. Kristallsplitter. Und tschüss. Hat er gerade moonwalked? Ich meine nicht, dass mich stört, so, ne? Das Lava-Gebiet haben wir ja auch noch. Ach du Scheiße, wir haben das Lava-Gebiet noch gar nicht gemacht. Huch. Ei, es ist, huch. Es liegt nicht an mir. Ich war nicht schuld, okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja gut, dann würde ich einfach mal sagen, das Lava-Gebiet ist dann so das nächste, was noch, kommen wird. Alter, ich habe das Lava-Gebiet komplett verkackt, ne? Ich habe es komplett vergessen. Ich habe das gesamte Lava-Gebiet komplett vergessen, dass das noch existiert. Alter Falter, das ist traurig. Das ist richtig traurig. Alter Schalter. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Aber gut, das ist nicht schlimm. Aber Fisch hat noch was bekommen. Hören wir dir die Defense. Ein bisschen Defense ist immer gut. So. Hackengas. Einmal rüber.
Vollmarsch. Jawohl. Das passt. Absturz in die Tiefen. Die tiefsten Tiefen. Und ins Vorzügliche. Gloriöse. Ominöse. Mit bösen Monstern belegtem. Reich der Schleims. Und wir halten Diavola. Was war denn Diavola? Ach, krass. Krass. Die Pflanze. Mensch. Okay, falsch geschrieben, Mensch. Das ist doch eine Piranha. Ne? Das Gute ist, da kann auch Steine zum Fliegen bringen. Was kannst du denn eigentlich alles? Oh, ein Schild. Bei einem Treffer besteht eine 25%ige Chance, dass dem Angreifer ein Stapel blutenden Höhe des Schadens zugefügt wird. Oh, wie herrlich. Oh. Oh, ich sehe schon hier. Oh. Hm. Oh, ich bin verzückt. Hm. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge, Junge. Was ist ein Raubstapel? Erhöht die Kritchance des nächsten Angriffs um 20 und verringert die Ausweichchance des Gegners um 10. Was ist das für ein broken ass Motherflucker? Erhöht den kritischen Schaden für je 20 Verteidigung um 1%. Was bist du für eine Kreatur? Du bist ein Monster. Du könntest so ein richtiger Kritter sein wieder. Und das gefällt mir. Weißt du was? Plus 10 kritischen Schaden. Kritischen Schaden erhöht auch den Schaden nicht kritischen. Das ist sehr gut. Verbrennung. Verbrennung, auf jeden Fall. So, du mein Freund. Halt das in Ehren. Das hat man wem gehört. Na? Wir vermissen ihn alle. Wir trauen um ihn. Aber so ist es in meinem Leben. Er war eine gute Nudel. Er hat gut gekämpft. Er hat sein Bestes gegeben gehabt. Eine coole Socke. Hat Chancen? Ich will die Chance hoch haben, mein Freund. Handschuh? Jetzt war's ein bisschen Verteidigung, kriegst du auch noch rein. So, füttern. Stimmt, wer hat noch zu fressen gehabt? Eigentlich alle soweit. Oh, Banane behalte ich. Meins. Du kriegst Himbeeren reingebrezelt. Schönes Ding. Aber ich gehe mal ganz stark jetzt davon aus. Ich werde da noch nicht reingehen. Zumindest jetzt noch nicht. Das können wir nachher alles in Ruhe machen. Nur zumindest einen neuen Kollegen holen. Bisschen rumgammeln. Ein paar Vorteile generieren. Bisschen was erhaschen. Ne? Immer sowas Gutes. Ist auf jeden Fall was Vorteilhaftes. Das ist gut. Ich meine, wie gesagt, wenn das Spiel dir die Möglichkeit gibt, alles zu erreichen schon, ne? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Und ich sag mal, es hat auch gezeigt, dass es gar nicht mal so schlecht ist, sich schon ein paar von denen zu holen. Es kann so schnell alles in die Hose gehen. Das ist halt einfach nicht gut. Schämen, Pflanze. Wo war denn jetzt nochmal der Weg gewesen? Ha. Eine Krabbe? Wo war denn der Punkt der Punkte? Das Grünjuwel. Ist auch nochmal Wirrweg. Rohfell. Abkürzung. Immer gutes Ding. Kann später echt hilfreich sein. Ah, hier ist er. Ha, herrlich. Und hier brauchen wir auf jeden Fall irgendetwas. Irgendeine Tafel. Habe ich die schon oder habe ich die noch nicht? Warte mal. Blobschlüssel, Gedenkring, seltene Muschel, Zufluchtsmarke, Warme, Dungeon. Nee, habe ich noch nicht. Das Stück muss ich erst holen. Aber gut. Auf jeden Fall waren wieder ein paar schöne Runden. Hat Spaß gemacht. Ich speichere das Spiel. Und da würde ich sagen, ne, auf jeden Fall viel, viel Spaß. Euch allen da draußen noch, mit was auch immer ihr jetzt gerade vorhabt. Ich werde mir auf jeden Fall ein kleines Päuschen gönnen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss.